Partnerschaft mit der Verwaltung weiterzuentwickeln, haben die engagierten Menschen in Marstadt die Initiative Marstadt gemeinsam stark gegründet. Im ersten Schritt hat die Initiative fast 300 Marstadter befragt, welche Verbesserungen sie sich für ihren Stadtteil wünschen. Ich wünsche mir für Marstadt ein kulturelles Angebot, das für alle Mitbürger bezahlbar ist. Ich wünsche mir sichere Wege für Radfahrer in Marstadt. Ich finde, Marstadt hat sehr viele schöne Plätze, aber man könnte sie ein bisschen schöner machen und etwas herausputzen. Aus einer Vielzahl von Ideen und Anliegen wurden bei einer öffentlichen Versammlung die wichtigsten ausgewählt. Sie wollen sich engagieren für einen sauberen und schönen Stadtteil. Sie wollen sich engagieren für die bessere Verkehrsbedingungen, für die Verbesserung der kulturellen Angebote und für die Gestaltung der Freiflächen in der Stadtteil. Für jede dieser Themen wurde eine Aktionsgruppe gebildet und die Verbesserungsvorschläge der Aktionsgruppen werden in der Stadtteil, eine öffentliche Stadtteilversammlung, am 26. Februar vorgestellt. Die dort anwesenden Entscheider aus der Politik und Verwaltung sollen dann als Partner für die Umsetzung gewonnen werden. Die Initiative Marstadt gemeinsam stark. Ein gutes Beispiel für Bürgerbeteiligung auf Augenhöhe. Guten Abend und herzlich willkommen bei uns im Evangelischen Gemeindehaus. Als Pfarrerin der Gemeinde bin ich gebeten worden, die Begrüßung zu übernehmen. So grüße ich zunächst die zahlreichen Gäste herzlich und freue mich darüber, dass sie ein Ohr und ein Herz für Marstadt haben. Mit diesem Ohr, man kann es jetzt nicht so gut sehen, aber überall liegen auch so Zettel aus, wo ein Ohr abgedruckt ist, fing das Ganze an. Und da liegt auch schon ein weiterer Weg für uns. Ich freue mich, dass Sie ein Herz und ein Ohr für Marstadt haben. Und begrüße besonders die Oberbürgermeisterin, Frau Charlotte Pritz. Ja. Mein Name ist Hans-Jürgen Ruth. Auch ich möchte Sie heute Abend recht herzlich begrüßen zu unserer Stadtteilversammlung. Ich möchte Ihnen noch ein paar Worte sagen zum heutigen Ablauf. Und zwar besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil dauert in etwa eine anderthalbe Stunde, wo wir Ihnen Max ein bisschen vorstellen wollen, die Aktionen, die über Max bisher gelaufen sind und auch teilweise die Erfolge. Im Anschluss hätten wir dann die Gelegenheit zum kleinen Informationsaustausch hier beim Catering. Da gibt es Kaffee, Kuchen, Brezel, jeder was er mag. Und ansonsten, es werden heute Abend Filme gedreht und Bilder gemacht. Wer nicht mit einverstanden ist, dass er irgendwo auf einem Film auftaucht oder auf einem Bild erscheint, möchte dann bitte Bescheid sagen. Dann kann der Herr Bock sich danach richten. Hätte mal irgendjemand im Saal? Ich denke, dann geht alles in Ordnung mit Filmen. So, als nächstes möchte ich Ihnen dann die Frau Anna Lewitt vorstellen. Die wird dann die Sprachmittlerin Ihnen vorstellen, weil wir haben halt nicht nur Deutsche hier im Saal, sondern auch ausländische Gäste. Damit auch die Leute etwas mitbekommen, werden dann die Sprachmittlerin die Sache ein bisschen übersetzen. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Damen und Herren, bevor ich die Sprachmittlerin vorstelle, möchte ich mich Frau Pfarrerin Bademorsch anschließen und als eine Marstadtbewohnerin, als Mitglied dieser Initiativgruppe Marstadt gemeinsam stark und auch als Mitarbeiterin der Migrationsdienste des Diakonischen Werkes heiße ich Sie herzlich willkommen in diesen Sprachkursräumen des Diakonischen Werks an der Saar. Also in diesen Räumen finden jeden Tag Integrationskurse statt. Zurzeit finden hier 5 Integrationskurse statt. Natürlich nicht nur in diesen Räumen, aber auch hier in der Evangelischen Kirche, in Römlichkeit der Kirche. Aber keine Sorge, ich unterrichte nicht. Also dafür gibt es bei uns die Leute, die wirklich wissen, wie die Artikel
lauten und so weiter. Die Anfrage für diese Kurse ist so groß, dass wir im März zu diesen 5 noch 2 zusätzliche Kurse starten. Das heißt, bis zu 100 Menschen kommen jeden Tag zu den Kursen und zur Beratung. Der Großteil unserer Teilnehmer wohnt hier in Mahlstatt, in einem der multikulturellsten Stadtteile der Landeshauptstadt. Die Bewohnerinnen und Bewohner, woher sie auch kommen, wollen und sollen auch das Stadtteilleben mitgestalten und diese Stadtteilinitiative unterstützen. Deshalb wurde die letzte Sonderausgabe der Stadtteilzeitung Molchter Blatt in mehreren Sprachen übersetzt und heute sind hier die Sprachmittler anwesend, die bereit sind, ihren Landsleuten hier simultan zu übersetzen. Und diese Menschen möchte ich gerne Ihnen vorstellen. Zuerst Frau Emine Iskören, die spricht Türkisch und wird dann ihre Landsleute. Vielleicht können Sie sagen, wie guten Tag auf Türkisch wird. Merhaba, hoş geldiniz. Eğer dil sorunu olan varsa aranızda ben Türkçe tercüme edebilirim. Lütfen kendinizi belirtin ve yanınıza gelip oturup tercümenizi yapacağım. Sie haben verstanden. So, dann Frau Clara Rackenstein, die übersetzt auch in russische Sprache. Ne, jetzt. Die war gut. Also, ich sehe die Russen hier, die eine der größten Fraktionen. Gut. Die Frau Esther Akeri, die wird übersetzt in die arabische Sprache. Wie ist, sagen Sie auf Arabisch? So, und wen habe ich vergessen? Ah, Frau Sadia Kavgic wird, da bedarf auch in bosnische Sprache übersetzen. Ah. Also vielen Dank. Also wenn die Menschen aus genannten Sprachräumen hier sind, dann können sie gerne zu ihren Sprachmitteln dazusetzen, dann wird das simultan übersetzt. Mein Name ist Frank Schmitz, ich bin Mitarbeiter der Stadt Saarbrücken und sowas wie der Kontaktmann der dieser quirligen Initiative Mahlstatt gemeinsam stark oder kurz Max. Ich versuche so ein bisschen Ihre Erwartungen oder Ihnen ein bisschen konkreteres Bild davon zu vermitteln, was heute Abend auf Sie zukommt mit dieser Versammlung. Es ist nämlich keine gewöhnliche Stadtteilversammlung, behaupte ich jetzt mal, sondern es ist schon was Besonderes. Bevor ich jetzt aber davon kurz berichte, möchte ich gerne eine kurze Umfrage machen. Wer von Ihnen kennt denn dieses Bild noch nicht? Bitte um Handzeichen. Okay. Also unsere Werbung ist schon mal sehr gut gelungen, wie es ausschaut. Und das verdanken wir Kunststudenten und Studentinnen von der HWK. Vielleicht könnt ihr euch nur ganz kurz zu erkennen geben. Und die erste Hintergrundinformation, die ich loswerden möchte, ist, dass dieses städtebauliche Großprojekt erstmal noch nicht realisiert werden wird. Also heute war kein Baubeginn und der ist auch nicht absehbar. Es sollen einige sehr erschrocken sein, das tut uns schon auch leid. Andererseits, wir wollten auch ein bisschen Aufmerksamkeit erregen und das ging so ganz gut. Das Zweite, was ich erzählen wollte oder was ich Ihnen, worum ich Sie bitten wollte, ist, sich auf diese besondere Art der Stadtteilversammlung heute Abend einzulassen. Besonders ist diese Versammlung deswegen, weil es schon relativ viel Vorgeschichte gibt. Es haben sich schon viele Bürgerinnen und Bürger im Stadtteil sehr engagiert, bevor es überhaupt zu dieser Versammlung jetzt gekommen ist. Und diese Versammlung dient vor allen Dingen dazu, dass die Bürgerinnen und Bürger vorstellen, was sie erarbeitet haben, welches ihre Anliegen sind, was sie in nächster Zeit selbst vorhaben und welche Erwartungen sie an die Stadt Saarbrücken richten. Es geht also weniger darum, zu diskutieren und ganz neue Themen aufzuwerfen. Das hat die Initiative im vergangenen Jahr schon sehr ausführlich gemacht. Es kann sein, dass es nicht überall angekommen ist, aber die Chance besteht, jetzt dazu zu kommen oder jetzt davon Kenntnis zu kriegen. Sondern es geht eben eher darum, zu zeigen, was schon passiert ist und wie es eben weitergehen soll. Und wenn es Verständnisprobleme gibt, dann darf gerne nachgefragt werden, dann wird Auskunft gegeben. Aber
eine Diskussion. Darum bitten wir sehr, möchten wir hier keine anstoßen oder vom Zaun brechen. Verständnisfragen ja, aber Diskussion bitte nein. Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen arg strikt an, aber das gehört so zu dem Besonderen dieser Initiative. Und wie gesagt, wir bitten Sie, sich darauf einzulassen. Das war es eigentlich im Wesentlichen. Sie wissen jetzt ein bisschen mehr vielleicht von dem, was auf Sie zukommt, aber alles Weitere, glaube ich, klärt sich im Laufe der Veranstaltung. Ah, eins noch, genau, der Kollege Lohrscheider hat mich vorhin noch gebeten, auf was hinzuweisen. Mahlstatt gemeinsam stark gab es schon mal, beziehungsweise hat man eine Weile geruht, sage ich mal. Ich sehe den Herrn Rinkmann zum Beispiel oder das Ehepaar Kaniewski. Ich weiß nicht, ob der Herr Kloß auch im Raum ist. Das sind alles Leute aus dem Stadtteil, die vor ein paar Jahren schon mal eine Initiative ins Leben gerufen haben zum Thema Image des Stadtteils. Also die wissen, was dazu beitragen wollten, dass der Ruf des Stadtteils sich verbessert. Und die haben sich damals den Namen Mahlstatt gemeinsam stark gegeben. Vorangegangen war ein Slogan-Wettbewerb über das Mahlstatter Blatt. Und quasi kommt dieser Begriff oder dieser Titel kommt aus dem Stadtteil. Und die Initiative hat vor einigen Jahren aufgehört zu arbeiten. Und als jetzt eine neue Initiative am Start war, haben wir nachgefragt, dürfen wir diesen Slogan nochmal verwenden, weil er passt einfach so gut auf das, was hier vorgesehen ist. Und da hieß es gleich natürlich. Die Idee ist auch nicht vom Himmel gefallen, sondern vor ziemlich genau 10 Jahren hatte Herbert Meyer, als wir zusammensaßen, um das Mahlstatter Kirchbergfest zu erfinden, mal erzählt, er hätte schon längst mal eine Furzidee gehabt, er würde gerne mal ein Modell bauen oder sonst was machen, die Eisenbahnschlucht von Mahlstatt überdeckelt. Das wäre bestimmt der Kracher. Und das ist uns in Erinnerung geblieben. Und als jetzt wir das erste Mal mit den Kunststudenten zusammensaßen, haben wir auch das weitererzählt. Und die fanden auch, das ist eine gute Idee. Ich möchte erläutern, warum ihr denn bei Max seid oder was euch zu Max gebracht hat. Ich denke mal, fange dann gleich hier vorne an. In Bademorsch, ich habe ein Herz für Mahlstatt. Ich heiße Annemarie Marx und ich bin Mitarbeiterin beim Diakonischen Werk und habe im Rahmen eines Bundesprogramms die Aufgabe, diese Stadtteilinitiative zu koordinieren, aufzubauen. Und das macht viel Arbeit, aber das macht auch viel Spaß, weil es total toll ist zu erleben, dass so viele Leute sich für Mahlstatt einsetzen und für Verbesserungen in Mahlstatt aktiv sind. Mein Name ist Elfriede Müller und ich bin bei Max dabei, weil Sauberkeit im Stadtteil ein großes Anliegen ist. Mein Name ist Renate Kaniewski, ich bin auch bei Max dabei. Also im Gleiche wie die Formula. So, und ich gehöre auch zu der Bürgerinitiative Sauberes Neues und denke, dass wir alle zusammen mehr erreichen können. Mein Name ist Gerhard Kohler und ich bin Stellvertreter von der Pfarrei Katholische Pfarrgemeinde St. Josef und bin nämlich bei der Sauberes Mahlstatt engagiert. Also ich bin Fred Blum, arbeite bei Stadtteilbüro mit einigen Stunden und helfe etwas mit bei der Öffentlichkeitsarbeit. Annelene, ich habe mich schon vorgestellt, ich wohne hier in Mahlstatt und auch gleichzeitig arbeite hier in diesen Bürgerlichkeiten. Rainer Morsch, ich teile mir die evangelische Pfarrstelle mit meiner Frau in unserem Mahlstatt und arbeite mit, weil ich überzeugt bin, dass sich nur dann was verändert, wenn die Impulse und das Engagement von unten kommt und oben ein gutes Ohr ist, bei denen die entscheiden und was bewegen können. Mein Name ist Siegfried Gerst, ich bin Mitglied im Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Mahlstatt und mein Anliegen ist, Kultur und Kunst hier im Saarbrücker Raum, das heißt in Mahlstatt, mit zu unterstützen. Ben Becken, wir betreiben das Stadtteilportal unter mahlstattonline.de und Mitglied im Verein München für Mahlstatt. Mein Name ist Doris Roll, ich habe 20 Jahre hier in Mahlstatt gelebt, meine Kinder sind hier groß geworden und als ich von dem Zuhörerprozess gehört habe, hat mich das sofort interessiert und wollte ich mitmachen. Mein Name ist Holger Burbert, ich arbeite hauptamtlich für die Initiative und ich habe das spannende Vergnügen, die Social Media Präsenz für Mahlstatt gemeinsam stark aufzubauen. Ja, hallo, ich bin Julia Emmer, ich bin auch Mitarbeiterin des Stadtteilbüros Mahlstatt und bin dadurch natürlich auch mit Mahlstatt gemeinsam stark in Kontakt gekommen und finde es ganz toll, wie sich einzelne Bürger, aber auch Vereine und Initiativen stark machen wollen für ihren Stadtteil. Und mein Anliegen ist speziell das Thema Verkehr, weil ich immer als Radfahrerin in Mahlstatt unterwegs bin und da auch mein Jahr darf.
So, ich heiße Clara Reitenstein, ich bin aktiv als Brückenbauer in der Stadt Saarbrücken. Am Projekt Brückenbauer vertrete ich Kultur- und Bildungszentrum Kalinka. Unser Zentrum befindet sich in Mallstadt und seit einem Jahr lebe ich in Mallstadt und ich bin in der Aktiongruppe Kultur und Feste. Mein Name ist Juliane von Barco. Ich bin als Rentnerin hier nach Saarbrücken gezogen, komme aus Norddeutschland und hatte den Eindruck, als ich in Mallstadt war, dass man für den Stadtbezirk was tun kann, damit wir hier besser zusammenleben können. Hier aktiv, ich arbeite mit wenigen Stunden, bin ich hier tätig bei der Initiative Mallstadt gemeinsam stark und ich bin gerne dabei, weil es wirklich Spaß macht mit lieben Leuten. Für was Gutes zusammen zu arbeiten. Erst kurz dabei und engagiere mich im Augenblick vor allem in Richtung Zukunft, wie es weitergehen soll. Das ist der Vorgriff auf das Ende der Veranstaltung. Der Max dabei und bin beruflich immer, wenn es im Stadtteil sich was tut, auf jeden Fall dabei, helfe, unterstütze und koordiniere. Dann hast du schon 60 Jahre im Mahlstab. Ich finde die Initiative einfach klasse, denn gemeinsam geht es besser. Mallstadt gemeinsam stark und mir macht es wirklich Freude, wenn ich sehe, was man halt in so einer Gruppe alles bewegen kann. Und vor allen Dingen, wenn ich jetzt die Erfolge sehe, die wir schon gehabt haben, also es macht wirklich Laune. Geehrte Damen und Herren, ich spreche für die Aktionsgruppe Verkehr, die sich aus unserer Bürgerbewegung abgeleitet hat. Das ist eine von vier Gruppen. Und bei unserem Zuhörerprozess, der also jetzt vor gutem Jahr schon stattgefunden hat, haben wir festgestellt, dass sich sehr viele Bürger dafür interessieren, dass es hier an Radwegen fehlt, dass Bürgersteige mit Autos zugeparkt werden, dass es Konflikte gibt zwischen Fußgängern, Radfahrern und Autos. Und deshalb haben wir diese Aktionsgruppe Verkehr aufgemacht und eine kleine Prioritätenliste geschrieben, was uns Mallstädter Bürgern halt besonders wichtig ist. Und das Wichtigste war dann dabei, dass man sich wünscht, dass die Radwege ausgebaut und gepflegt werden. Dabei besteht ein besonderes Interesse, dass die Radwege zwischen dem oberen und dem unteren Mallstadt ausgebaut werden. Da fehlt es an manchen Stellen einfach an der Verbindung. Außerdem wünscht man sich, dass gerade im unteren Mallstadt der Radweg auf der Breitenstraße gepflegt wird. Und was jetzt in neuerer Zeit oft diskutiert worden ist, dass ein Radweg zwischen Alsterbrücken, also jetzt von der HTW rüber nach Mallstadt gebaut wird oder man sich überlegt, wie man das lösen kann, weil da die Verkehrssituation ein bisschen schwierig ist und jetzt, wo die HTW so viele neue Studenten bekommt, wünscht man sich, dass man einfach dadurch besser angebunden ist und dass da einfach beide von profitieren. Unsere Gruppe ist dann auch hingegangen und hat versucht, mit städtischen Mitarbeitern Kontakt aufzunehmen und das ist uns sehr gut gelungen. Da war der Radbeauftragte, der Herr Bier, bei uns zu Gast und außerdem haben wir mit dem Herrn Christmann gesprochen und als wir diesen Kontakt aufgenommen haben, haben wir festgestellt, dass vieles, was wir uns wünschen, in der Stadt ja schon geplant wird. Das ist einfach da schon in den Köpfen drin und das war uns aber gar nicht so bewusst. Wir haben gedacht, wir sind eigentlich ganz vergessen und da waren wir eigentlich beruhigt und haben uns gefreut und wissen natürlich auch, dass wir uns teilweise in Geduld üben müssen, weil das Geld nicht da ist oder weil teilweise größere Bauvorhaben geplant sind, wie der Umbau der breiten Straße. Und in dem Moment wird dann eben der Radweg mit umgebaut. Und für die Zukunft haben wir uns dann einfach vorgenommen, dass wir viel engeren Kontakt halten müssen zur Stadt, also zum Radbeauftragten und auch zum Herrn Christmann, dass wir einfach immer rechtzeitig informiert werden, was so geplant ist, dass erst gar nicht so ein Zorn aufkommt und dass man über so ein Medium wie das Mallstädter Blatt einfach oder auch Facebook, wenn das dann stark genutzt wird, einfach regelmäßig die Mallstädter Bürger informieren. Und ich denke, das ist so ein Weg, wo unsere Gruppe sieht, dass man das hier ein bisschen lebenswerter macht und dem Mallstädter hier das Gefühl gibt, dass man nicht abgehängt ist. Denn das hat man teilweise in den letzten Jahren gehabt. So, das war's. Ganz einfach genannt die BISAM. Wir machen seit 10 Jahren, du mir uns hier schon engagieren im Stadtteil, weil das ein großes Thema hier ist mit der Sauberkeit. Bei Max sind wir dabei, weil sich auch hier gezeigt hat, dass Sauberkeit in Mallstadt ein wichtiges Anliegen ist.
Sauberkeit ist ein großes Thema und nur kleine Schritte können wir eine Verbesserung erwirken. Dabei haben wir gute Erfahrungen mit Partnern gemacht. Vor allem voran die ZKE. Ist leider heute Abend, glaube ich, gar keiner dabei. Ne? Jetzt planen wir Aktion zur Verschönerung der Breite Straße mit dem Titel So breit wie schön in der Geschäftsstraße im Unteren Mahlstadt. Die Kampagne hat in Gesprächen mit möglichen Partnern Gestalt angenommen. Im Städtischen Grünamt, Stadtteilbüro und Kinderbildungszentrum, die ZKE, ZBB Projekt Grünes Mahlstadt. Und der Start ist die Erneuerung des Bodenbelags um die Bäume in der Breitestraße durch das Grünamt und ZBB ab Ende April. Aufstellen von einheitlichen Pflanzen, wie hier auf der Bühne. Die Aktionsgruppe Sauberkeit und Kiebitz sprechen die Geschäftsleute darauf an, mitzumachen. Verschiedene Aktionen mit ZKE und vielleicht mit dem Kommunalen Ordnungsdienst. Zum Abschluss ein kleines Straßenfest Mitte Mai. Wir wünschen uns den Kommunalen Ordnungsdienst als Partner, der bei unseren Aktionen öfter zur Verfügung steht. War in der Vergangenheit kaum möglich, da er vor allem in der Innenstadt eingesetzt wird. Danke. Mein Name ist Ben Becken. Ich bin der Sprecher der Aktionsgruppe Plätze, Orte, Sicherheit. Unser aktueller Schwerpunkt ist im Moment das Kirchberggelände. Die Anfänger auf dem Kirchberggelände waren ja in der grünen Insel Kirchberg. Auch die AG sieht die Neugestaltung des Spielplatzes, die Trailbahn, das Kleinspielfeld, die Neugestaltung des Weges und die Kultivierung der Flächen als einen großen Gewinn für Mahlstadt. Auf dem Kirchberggelände ist auch ein Pavillon als Stätte der Begegnung eingerichtet. Hier wird im Sommer regelmäßig das Kirchberggrillen, frei nach dem Motto, Sie bringen die Wurst, wir bringen den Grill, durchgeführt. Das Gelände ist belebt und beliebt. Im Rahmen unserer Arbeit hat die Aktionsgruppe zwei Begehungen zusammen mit dem Grünamt durchgeführt. Hierbei wurden gemeinsam die Standorte für Sitzgelegenheiten ausgesucht, ein Wohnplatz geplant und die Standorte für rabensichere Mülleimer festgelegt. Diese Ziele sind alle erreicht und umgesetzt. Auch diese Maßnahmen tragen zur Belebung und Sauberkeit des Kirchberggeländes bei. Dafür vielen Dank an Frau Dahms und Frau Kothe für die gute Zusammenarbeit und die rasche Umsetzung. Mit der Durchführung des Kirchbergfestes, das auch in diesem Jahr wieder stattfindet, sowie der Rückkehr der Sommerszene auf das Gelände ist die Tauglichkeit für Großveranstaltungen bewiesen. Das Kirchberggelände ist zur grünen Insel in Mahlstadt geworden. Doch es bleibt ein Problem. Wasser. Wasser, das bei Regen auf dem Kleinspielfeld in großen Pfützen noch wochenlang rumsteht. Wasser für die Kinder, die das neue Multifunktionsfeld, den neu gestalteten Spielplatz und die Trailbahn nutzen. Es gibt keine Möglichkeit, hier die Trinkflaschen aufzufüllen. Und was reinkommt, muss auch wieder raus. Wasser für eine öffentliche Toilettenanlage. Unser Anliegen an Sie, Frau Britz, ist konkret die Lösung der zugesagten Drainage auf dem Gelände umzusetzen. Dann haben wir das stehende Wasser beseitigt. Eine Lösung für das Trinkwasser, vielleicht als Sponsoring über die Wasserleitung des Kirchberg-Pavillons von Seiten der Stadtwerke, wäre eine weitere Hoffnung für uns. Dazu würden wir, die Aktionsgruppe Plätze, Orte, Sicherheit und der Verein Menschen für Mahlstadt gerne mit Ihnen im Gespräch bleiben. Visionär, jedoch nicht utopisch ist für uns weiterhin der Zugang zu einer öffentlichen Toilette für die Nutzer des Kirchberggeländes. Dankeschön. Die Gruppe Kultur und Feste. Und wir haben uns da einiges ausgedacht. Im Mahlstadt gibt es eine ausgeprägte Kultur, etwas miteinander zu tun. Sei es in der Familie, in der direkten Nachbarschaft, im Verein, in der Schule oder in sonstigen Einrichtungen. In einem so großen Stadtteil wie Mahlstadt gibt es aber auch Menschen, die von solchen Feierlichkeiten ausgeschlossen sind. Vor diesem Hintergrund macht sich die Aktionsgruppe Kultur und Feste zur Aufgabe, die Kultur des Zusammenfeierns im Stadtteil als positive Eigenschaft der Menschen hier zu würdigen und zu fördern. Wir haben jetzt folgende Vorhaben uns vorgenommen. Wir wollen einen Jahreskalender zusammenstellen, in dem alle bekannten und bereits feststehenden Termine
von Festen im Stadtteil festgehalten sind. Dieser Kalender wird im Mordstadt Blatt und anderen Stellen veröffentlicht, damit jeder sich daran orientieren kann, wenn eine Person teilnehmen will oder wenn eine Gruppe eine eigene Veranstaltung plant. Für diesen Fall haben wir geplant, einen Ratgeber zusammenzustellen, der Hilfestellung geben soll, wenn man ein Fest oder eine Veranstaltung plant. Themen wie Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Anmeldepflicht, Versicherung, Sicherheit und allgemeine Planung sollen darin angesprochen werden. Aber jetzt kommt unser Hauptanliegen. Das ist das Kirchbergfest. Dieses Fest fand bisher alle 2 Jahre statt und hat sich in Marstadt zu einem richtigen Höhepunkt im Jahreskalender des Stadtteils entwickelt. Vereine, Kirchengemeinden, Schulen, Kindergärten, Parteien und alle möglichen Gruppen aus dem Stadtteil machen das Kirchbergfest zu einem vielfältigen und lebendigen Stadtteilfest, an dem alle teilnehmen können. Das klingt zu schön, um wahr zu sein, deshalb auch gleich der Haken. Denn das Fest hat Finanzierungsprobleme. Zwar sind 6.000 Euro für ein Stadtteilfest über 2 Tage nicht viel Geld, aber dennoch müssen sie erst einmal da sein. 4-mal hat es bisher geklappt, aber immer mit Hängen und Würgen. Wir von der Aktionsgruppe Kultur und Feste der Stadtteilinitiative Marstadt gemeinsam stark haben sich zur Aufgabe gemacht, das Fest dieses Jahr zu stemmen und die notwendigen Finanzen aufzutreiben. Natürlich wollen wir alle Möglichkeiten, an Gelder zu kommen, nutzen, um die Stadt so wenig wie nötig zu belasten. Aber das Restrisiko sollte man schon absichern. Eine Idee ist, dass im Vorfeld und während des Festes die Bürger zu bewegen, das Fest finanziell mitzugestalten, indem sie die Aktie Kirchbergfest zum Stückpreis von ca. 5 Euro erwerben. Eine weitere Idee ist ein Verfügungsfonds, der im Stadtteil selbst verwaltet wird. Aber vielleicht haben die hier Anwesenden, eventuell Sponsoren, ja noch ganz andere und bessere Ideen. Nun zum Schluss. Wir bitten die Entscheider von Verwaltung und Politik, dass sie uns bei der Realisierung des Kirchbergfestes unterstützen, und zwar bei der Suche nach potenziellen Sponsoren und Partnern und bei der organisatorischen Abwicklung. Auf jeden Fall freuen sich alle schon auf das schöne, lebendige, vielfältige Kirchbergfest am 14. und 15. September 2013. Dankeschön. Ich habe von einem Bürger nochmal Bilder zugeschickt bekommen, was insbesondere den Leerstand angeht von Räumlichkeiten hier im Stadtteil. Und aus meiner Sicht ist das auch ein Thema, das man nochmal angehen sollte. Und auch natürlich das Thema Sauberkeit, das viele bewegt und mich auch. Und ich glaube, da gibt es immer noch eine Menge zu tun. Und ich bin dankbar, dass die Mitstreiterin mit Frau Müller dort auch in den letzten Jahren eine ganze Menge gemacht haben. Und was den kommunalen Ordnungsdienst angeht, kann man sich das nochmal anschauen. Da müssten wir einfach nochmal ins Gespräch kommen und gucken, zu welchen Zeiten man den einsetzen kann. Das haben wir ja durchaus schon gemacht, auch in anderen Stadtteilen, damals in Burbach, dass wir verschiedene Zeiten gefunden haben. Und da, denke ich, sollte man nochmal ins Gespräch kommen mit Frau Fibia Schröder, die ich jetzt aber leider nicht gesehen habe, die aber, glaube ich, krank ist, dass wir dort nochmal ins Gespräch kommen und gucken, wie wir diesen auch einsetzen können. Und was die Blumen angeht, da freue ich mich ganz besonders, weil das war so mit einer meiner ersten Aktivitäten als Oberbürgermeisterin, zu gucken, wie kann ich Blumen in der Stadt finanzieren. Und vielleicht können wir da auch nochmal ins Gespräch kommen, dass ich da nochmal was unterstützen kann. Das würde ich auch sehr gerne machen. Was die Drainage angeht und die öffentliche Toilette, da müssen wir mit dem entsprechenden Fachamt ins Gespräch kommen. Da kann ich jetzt auch keine Zusage machen, insbesondere was die öffentliche Toilette angeht. Die ist schnell aufgestellt. Das Problem ist nur, wer hält sie sauber? Also da sind ja auch dann eine Menge Folgekosten und da muss man auch darüber reden, wer betreut das Ganze insbesondere. Aber ich glaube, da müsste man sich den Komplex am Kirchberg insgesamt nochmal anschauen und einfach auch gucken, wie geht man mit diesem Thema um. Da würde ich auch gerne eventuell nochmal, dass man mit der Schule und auch dieses Thema insgesamt nochmal bespricht. Was das Fest angeht, auch Geld für das Stadtteilfest, auch mal Frau Masurek hat gesagt, sie ist ja da schon im Gespräch, auch mit Ihnen, was Totogelder angeht. Und ansonsten würde ich Sie einfach bitten, dass Sie mir dann ein Schreiben schicken,
von Ihrer Initiative des Festes, was Sie tun, wofür das Geld benötigt wird. Und dann kann ich mich auch nochmal umschauen, ob wir da Sponsoren finden. Und da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir was finden. Und ich habe eben gerade nochmal zu meiner Nachbarin gesagt, 14., 15., 9. ist doch gut gelegt im Vorfeld des Bundestagswahl. Ich glaube, die Politik ist da mit Sicherheit interessiert, an dem Fest teilzuhaben. Und gebe ich einfach mal so als Hinweis, es hat ja alles sein Gutes. Ne? Und bitte? Nee, ich sag ja nur, ne, dass man da auch diesen Kontakt hält. Und ansonsten, denke ich, können Sie mir wirklich ein Schreiben schicken, dass man sich das insgesamt nochmal anschaut. Was mich auch jetzt nochmal gefreut hat, und insofern ja, sieht man auch, dass auch die Verwaltung, die Politik insgesamt vom Bezirksrat über den Stadtrat schon interessiert sind, auch die Dinge umzusetzen. Und viele sind ja auch schon umgesetzt von Seiten der Verwaltung. Und gerade was das Umfeld vom Kirchberg angeht, haben wir eine ganze Menge getan. Wir haben eigentlich angefangen mit Initiativen urban in Teilen, also ein europäisches Programm, das hier auch mal eingesetzt worden ist und das ja mit auch so die Vorläufer waren, auch Bürgerbeteiligung durchzuführen mit den Gemeinwesenprojekten, die ja hier im Stadtteil aktiv sind und viele, und das freut mich natürlich auch sehr, viele Bürgerinnen und Bürger, die im Stadtteil leben, die sich hier auch engagieren, weil ich sage immer, wir können als Stadt noch so viel machen, wenn die Menschen nicht mithelfen, dann können wir auch nichts tun. Und mein Beispiel ist halt immer auch die Sauberkeitsinitiativen. Ich sage immer, wir als Stadt werfen ja den Dreck nicht auf die Straße. Der kommt ja auch von den Menschen, die im Stadtteil leben, die sich mit ihren Hunden bewegen, die andere Dinge tun und wirklich einfach alles auf die Erde fallen lassen. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ZKE sind wirklich 365 Tage im Jahr rund um die Uhr tätig. Und da hat man auch gesehen, dass in den letzten Jahren schon eine Menge passiert ist. Aber hier bin ich auch immer sehr interessiert daran, was können wir noch weiter tun, was können wir unterstützen. Und ZKE ist ja auch bereit, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier verschiedene Aktionen auch gemeinsam mit ihnen durchzuführen. Und ich würde einfach vorschlagen, dass man diese Punkte, die Sie aufnotieren, uns dann auch nochmal zukommen lässt und dass wir dann über Herrn Schmitz vielleicht auch versuchen, diese Themen dann auch in der Verwaltung insgesamt nochmal zu koordinieren und dann umzusetzen. Und die Politikerinnen und Politiker sind ja heute auch hier vertreten. Die können dann immer mal nochmal in den Ausschüssen nachfragen, was passiert ist. Aber wenn ich heute gesehen habe, was Sie schon umgesetzt haben, denke ich, kann man auch wirklich hier die Verwaltung loben und sagen, es ist schon eine Menge passiert. Die Kontakte bestehen ja auch, die Mitarbeiterinnen sind ja heute anwesend. Und das Beste, sage ich immer, was ist, man kennt sich. Man weiß, wer ist wer und kann sich dann auch mit den Mitarbeiterinnen in Verbindung setzen. Und die Dinge, die ich tun kann, habe ich eben gesagt, sind ja auch einige da, die wissen, wie wir in Kontakt kommen. Wir haben das ja an der einen oder anderen Stelle auch schon vollzogen und das kann ich gerne unterstützen. Und was das Fest angeht, natürlich sehr gerne, weil das sind für mich einfach immer Dinge, wenn Menschen was tun, dann und kann man sie auch hier wirklich sehr gerne unterstützen. Und ich rufe immer an dieser Stelle nochmal auf, unterstützen Sie uns in der Stadt vielleicht so, dass Sie die Politikerinnen und Politiker auch immer nochmal darauf hinweisen, dass unsere Städte, also wir auch in der Stadt Saarbrücken, finanziell so ausgestattet sind, dass wir auch diese ganzen Dinge weiterhin unterstützen können. Wir haben natürlich sehr viel Druck, was die öffentlichen Haushalte angeht. Aber ich glaube, es sollte nicht so weit kommen, dass wir wirklich an der Infrastruktur für die Menschen so viel einsparen müssen. Über einige Themen muss man sich unterhalten, wenn die Menschen weniger werden. Aber ich glaube, viele Dinge sind ganz wichtig. Und hier vor Ort, da ist es wichtig, dass wir die entsprechende Finanzierung haben. Und da würde ich Sie auch immer bitten, bei entsprechenden Wahlen auch mal zu fragen, wie stehen denn die Politiker zur Finanzierung der Kommunen? Klar kann man immer über das ein oder andere schimpfen, die geben dort so viel Geld aus und würden es besser hier ausgeben. Aber wenn man wirklich mal ganz genau hinschaut, sieht man, dass wir nicht das Geld zum Fenster rauswerfen, sondern dass wir wirklich auch versuchen, in den Stadtteilen etwas zu tun, bei den Menschen zu bleiben. Und einige Projekte, die wir in der Landeshauptstadt Saarbrücken durchführen, müssen wir auch machen, weil wir auch in Konkurrenz zu anderen größeren Städten stehen. Und wir wollen ja nicht, dass alle Menschen aus unserer Stadt wegziehen und aus dem Saarland,
sondern dass man hier auch weiterhin Zukunft gestalten kann. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir in dieser Stadt auch einige größere Dinge in Angriff nehmen, damit Ihre Kinder, Ihre Enkelkinder auch hier in dieser Stadt leben können, Zukunft finden, Arbeitsplätze finden. Und da ist eine Menge passiert in den letzten Jahren. Und wichtig ist es immer, so ein Gleichgewicht zu haben und sich auch entsprechend zu informieren. Und das ist wichtig. Und deshalb bin ich auch heute selber gerne hierher gekommen, weil mir wirklich auch die Stadtteile am Herzen liegen. Wir müssen große Dinge tun, aber auch kleine Dinge tun. Und das muss man immer wieder sehen. Und da können Sie auch gerne mit mir in Kontakt treten. Und wie gesagt, wenn Sie uns die Liste nochmal zuschicken, können wir auch dann gucken, dass wir das entsprechend in der Verwaltung koordinieren und Ihnen dann auch eine Rückmeldung geben zu den einzelnen Themen. Und von meiner Seite aus, und ich glaube, da kann ich auch für die politischen Vertreterinnen und Vertreter sprechen, erstmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, was Sie in den letzten Jahren auch im Stadtteil gemacht haben. Und Sie haben es ja eben so schön gesagt, gemeinsam sind wir stark. Das ist einfach das Wichtigste und ich würde auch gerne so mit Ihnen weiter zusammenarbeiten. Vielen Dank. Diese Interessengemeinschaft bis zu Meidel Max wird es wahrscheinlich nicht bis in alle Ewigkeit geben. Und da muss man sich halt mal Gedanken machen, wie geht es irgendwann mit Max weiter. Und dazu möchte ich jetzt die Frau Petersen nach vorne bitten. Wie gesagt, wir haben uns jetzt Gedanken gemacht, wie kann es weitergehen, wenn Frau Marx wegfällt als Koordinatorin des Ganzen. Denn die Gruppen waren ja auch deshalb so stark, nicht nur, weil sie selbst eben ein großes Interesse dafür haben, sondern eben, weil jemand da war, der ja ein fester Punkt war, an dem man sich wenden konnte, an dem man, von der man aber auch Frau Marx Hilfe bekommt. Ein möglicher Begriff wäre eben eine feste Struktur der Gruppe zu geben, die sich dafür interessieren, hier in Mahlstatt zu arbeiten, zum Beispiel Stadtteilverein. Ist nur ein möglicher Begriff, das kann Forum heißen, da gibt es viele Möglichkeiten. Wir würden gerne Mahlstatt gemeinsam stark beibehalten, natürlich als Slogan. Und wenn ich jetzt heute Abend das erste Mal gehört habe, dass es diesen Begriff schon vor Jahren mal gab und auch eben wieder verschwand, dann umso wichtiger, dass wir eine feste Struktur bekommen für die Arbeit, die wir so sehen, die geleistet werden sollte. Wurde vor allem bisher an die Arbeit im unteren und oberen Mahlstatt gedacht. Wir denken aber an eine Ausweitung, nämlich das gesamte Mahlstatt. Wir haben einen riesengroßen Stadtteil und die Menschen sind sich eigentlich gar nicht dessen bewusst, dass sie alle in einem Stadtteil leben, nämlich Mahlstatt. Und eben für Bürgerbeteiligung, das ist ja eigentlich die Basis dieser Arbeit ohnehin. Und für diese Bürgerbeteiligung eben, wie gesagt, eine feste Struktur. Ja, welche Ziele? Sie wurden auch teilweise schon genannt. Die Begriffe Menschen, Lebens- und liebenswerter Stadtteil. Klar. Ja, vielleicht nach hinten hängen lassen. Ja. Dann wollen wir natürlich durch diese Arbeit und durch diese Stadtteilversammlungen eben das Interesse der Bürger an den Stadtteil überhaupt wecken. Es soll auch bewusst werden, auch zum Beispiel, dass wir so einen großen, schönen Stadtteil haben. Dann die Unterstützung wollen wir machen, eben leisten für Eigeninitiative von Bürgern, und vermehrte Bürgerbeteiligung damit eben erreichen. Und nochmals, geht alles in dieselbe Richtung, das Gemeinschaftsbewusstsein der hier lebenden Bürger. Natürlich informative und kulturelle und gesellige Veranstaltungen, dann das Zusammenwirken und die Unterstützung aller im Stadtteil ansässigen Vereine, Institutionen, Initiativen, Organisationen oder auch Einzelbürger, wenn sie dann tätig sein wollen, teilen zur Überwindung der Kluft zwischen den repräsentativen demokratischen Entscheidungen, das ist die Politik, und der direkten Bürgerbeteiligung.
Das ist O-Ton Professor Roth, der demnächst einen Vortrag im Rathaus halten wird über dieses Thema. Wir kommen schon gegen Ende des ersten Teils der Versammlung. Manche werden sich vielleicht jetzt fragen, ob das jetzt die großen Visionen sind, mit denen wir heute zu dieser Versammlung eingeladen haben. Wann wird denn jetzt das Riesenrad da gebaut? Gestern hat in der Saarbrücker Zeitung wurde getitelt, das neue Molst. Sind das jetzt die großen Würfe gewesen? Sauberkeit, Fest und so weiter? Zugegeben, wir haben heute erstmal, wie wir finden, recht bescheidene Projektideen vorgestellt. Das ist ein Prinzip im Organizing, das ist die Methode, die wir hier zum Einsatz bringen, sich möglichst realistische Ziele zu setzen und möglichst mit wenigen Projekten anzufangen, um diese dann aber auch erfolgreich durchführen zu können. Natürlich gibt es in Mahlstatt auch größere Projektideen, die den Begriff Vision rechtfertigen. Immer wieder wünschen sich zum Beispiel Vereine, Organisationen, Religionsgemeinschaften in Mahlstatt ein Stadtteilzentrum, eine vitale Begegnungsstätte, in der auch mal größere Veranstaltungen wie diese Versammlung hier oder aber private Feiern stattfinden können und in die vielleicht dann auch wieder der ansässige Karnevalsverein seine Faschingsveranstaltung machen könnte. Sichere beleuchtete Fußwege in die Stadt und wieder zurück, zum Beispiel entlang der Saar, wo man sich auch abends und in der Dämmerung entlang zu gehen traut, wäre auch ein großes Thema. Es gibt aber auch viele andere Themen, die heute nicht zur Sprache kommen konnten. Sie haben vielleicht auch was mitgebracht, was Ihnen auf dem Herzen liegt, was Sie gerne ansprechen möchten. Der Herr Uth hat es schon gesagt, im eher informellen, im anschließenden Teil ist sicherlich Gelegenheit, darüber ins Gespräch zu kommen. Ich denke, es würde jetzt hier den Rahmen so ein bisschen sprengen. Sie haben aber auch die Möglichkeit, Ihre Anliegen auf diese Zettel zu schreiben. Das waren diese Zettel, mit denen wir letztes Jahr den Zuhörprozess gemacht haben. Und der Zuhörprozess ist nicht fertig. Der geht immer weiter. Und auch heute Abend soll ein kleiner Zuhörprozess stattfinden. Bitte nutzen Sie diese Zettel, schreiben Sie Ihre Themen, Ihre Anliegen auf und wir werden diese dann auswerten. Und wann die Auswertung kommt, sage ich gleich. Ja, da können Sie auch Ihre Adresse draufschreiben, damit wir im Kontakt bleiben, damit wir Sie auch weiter zu Veranstaltungen einladen können. Nicht zuletzt wird die Stadtteilinitiative über das Förderende hinaus, aber auch weiter professionelle Hilfe brauchen, bis sie wie angestrebt wirklich aus eigener Kraft und selbstorganisiert tätig sein kann, wie die Frau Petersen das ja schon angedeutet hat. Dafür brauchen wir aber erstmal noch viel mehr Leute, die mitmachen. Wir brauchen die Geschäftsleute hier in Mahlstatt. Wir brauchen die Vereine, die hier aktiv sind. Wir brauchen die lokalpolitischen Aktiven hier im Stadtteil. Wir brauchen aber auch Leute wie Sie, die heute Abend hierher gekommen sind und damit zeigen, dass Ihnen Mahlstatt nicht egal ist. Die mitmachen wollen, wenn Sie eine Stadtteilorganisation aufbauen wollen, die stark genug ist und einflussreich genug ist, um wirklich Verbesserungen hier im Stadtteil auch zu erreichen. Letztendlich geht es natürlich immer auch um Geld. Mahlstatt braucht neben ideeller und politischer Unterstützung Investitionen, braucht Förderprogramme wie das Programm Soziale Stadt, braucht Fundraising, braucht Sponsoring, um größere Projekte wie die ich eben erwähnt habe, aber auch manch kleinere Projektidee angehen zu können. Vielleicht bietet es sich ja auch an, einen Stadtteilfonds zu gründen, aus dem das klein oder andere kleine Projekt, vor allem natürlich auch das Kirchbergfest, dann unbürokratisch finanziert werden kann. Das alles sind Themen, die wir heute jetzt nicht weiter vertiefen können, es sei denn nachher noch im informellen Teil. Aber da wir doch politisch einflussreiche Menschen und auch in der Stadtverwaltung Menschen hier haben, die Einfluss nehmen können, dann doch der Appell. Nehmen Sie diesen Wunsch nach Veränderung und diesen Griff nach den Visionen mit in Ihre politische Arbeit,
mit in Ihre Arbeit in der Verwaltung tagtäglich und bleiben Sie mit uns, bleiben Sie mit den Menschen hier in der Initiative im Gespräch. Und wenn Sie Lust bekommen haben, bei Max mitzumachen oder neugierig geworden sind, mehr über Max zu erfahren, dann möchte ich Sie herzlich einladen, nächsten Dienstag um 18 Uhr hier gegenüber am Mahlstatter Markt in das Max-Büro zu kommen. Da wird es einen Infoabend für Neugierige geben und die Auswertung der Zettel. Weitere Termine können Sie auch auf Ihren Stühlen, auf den Zetteln lesen. Da wird es nächste Woche, wird sich die BI Saubers Mahlstatt treffen. Die Frau Müller und ihre Mitstreiterin, Herr Kohler, treffen sich wie gewohnt in der Stadtteilwerkstatt. Den Termin werden Sie da erfahren. Und nächste Woche ist auch, glaube ich, das Vorbereitungstreffen für das Kirchbergfest, für das Frühlingsfest. Also wer da Lust hat, mitzutun, dass es vitale, schöne Feste hier im Stadtteil gibt, nächste Woche bei der ZAM vortreffen. Vor allem aber im Kiebitz, Vor allem aber möchte ich Sie heute schon auf einen Termin aufmerksam machen, der in dem Prozess, den wir hier machen, besonders wichtig ist nochmal. Heute, diese Stadtteilversammlung ist ja organisiert worden von Bürgerinnen und Bürgern hier im Stadtteil, von der Stadtteilinitiative. Im Sommer, im Juni, genau am 20. Juni, wird die Stadt nochmal einladen zu einer offiziellen Stadtteilkonferenz und neben vielen Informationen über konkrete Planungen hier im Stadtteil werden wir dann aber auch hören, was aus unseren konkreten Anliegen geworden ist. Hat der kommunale Ordnungsdienst wirklich ab und zu mal hier in Mahlstatt vorbeigeschaut? Ist dank der Drainage die Grillabende, können die trockenen Fußes gefeiert werden? Ist das Kirchbergfest ausfinanziert? Und wahrscheinlich wird es auch einen größeren Infoblock zum Thema Verkehr in der Stadtteilkonferenz geben. Dann werden wir alle miteinander erleben können, dass es gelingen kann, gemeinsam mit den Aktiven hier im Stadtteil, mit den Verantwortlichen in der Verwaltung, mit den Verantwortlichen in der Politik, gemeinsam für Mahlstatt Verbesserungen zu erreichen, ganz nach dem Motto Mahlstatt gemeinsam stark.